Die Kriminalpolizei in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bittet um Ihre Mithilfe bei der Aufklärung von Straftaten. Jetzt in Kripo Live. Sonntag, 20. November, hier ist Kripo Live. Guten Abend. Die Polizei fahndet jetzt bei uns nach 4 jugendlichen Radfahrern. Ausgangspunkt war ein Unfall der Radler mit einem Ehepaar, das spazieren ging. Die Situation eskalierte und nun wird gegen die jungen Leute ermittelt, wegen gefährlicher und fahrlässiger Körperverletzung, Unfallflucht und Sachbeschädigung. Als Angelika und Paul F. mit ihrem Handy diese Aufnahmen machen, werden sie attackiert. Einer der jugendlichen Tatverdächtigen schlägt ihnen das Handy aus der Hand, ein anderer besprüht sie mit Pfefferspray. Die Kripo Leipzig ermittelt wegen mehrerer Straftatbestände, insbesondere wegen des Angriffs mit dem Pfefferspray. Hierbei handelt es sich um einen gefährlichen Gegenstand, wie ihn die Polizei definiert. Dieser wird juristisch als Waffe angesehen und damit befinden wir uns im Straftatbestand der gefährlichen Körperverletzung. Der Tatort befindet sich in der Nähe des Kospudener Sees, südlich von Leipzig. Das beliebte Naherholungsgebiet mit einem kleinen Hafen für Segelboote, einer Sauna und einigen Restaurants ist auch im Herbst Anziehungspunkt für Gäste aus der Region. Auf den asphaltierten Wegen in unmittelbarer Nähe zum See sind Spaziergänger und Radfahrer gleichermaßen unterwegs. Auch Angelika und Paul F. zieht es am 26. Oktober dieses Jahres hierher. Kripo Live hat den Geschädigten auf einem Feld am Rande von Leipzig getroffen. Aus Angst vor Racheakten will er nicht erkannt werden. Die Täter sind ja noch nicht gefasst. Und mit dem Hintergrund will ich ganz einfach vermeiden, dass Reaktionen von dem im Nachgang auf den Bericht kommen. Als Angelika und Paul F. an diesem Mittwochvormittag auf einem Weg am Kospudener See entlang schlendern, sind hinter ihnen 4 Radfahrer unterwegs. Von der Sprache, von der Unterhaltung her haben wir gecheckt, dass das Jugendliche sein müssten und haben uns aber nicht umgedreht. Die Radfahrer kommen näher, wollen das Paar links überholen. Doch einer fährt Paul F. in den Rücken. Als er sich aufgerappelt hatte, sein Fahrrad wieder hingestellt hatte und aufgestiegen war, kriente nur. Der sagte gar nichts. Der auf die Entgegnung meiner Frau, dass er sich doch wenigstens entschuldigen soll und sagen soll, was er davon hält, kriente er nur und sagte gar nichts. Es kommt zum Streit. Paul F.'s Hand blutet und seine Hose ist zerrissen. Ein Schaden in Höhe von ca. 80 Euro, den er ersetzt haben will. Er verlangt vom Unfallverursacher die Personalien. Als der sich weigert, versucht Paul F. die Situation mit dem Handy zu filmen. Meine Hand ist kaputt. Das kann passieren. Dir ist das egal, klar. Das kann doch mal passieren. Natürlich, ich habe eine Versicherung, da kann das passieren. Aber nicht auf der Art, wie ihr euch hier benehmt. Die Situation eskaliert. Aus den rowdyhaften Jugendlichen werden Straftäter. Sie sprühen Angelika F. Pfefferspray ins Gesicht. Und da bin ich zu ihr hin, musste an dem vorbeigehen und dann hat er mich von der Seite eben auch angespült. Dann verschwinden die Jugendlichen mit ihren Fahrrädern. Das verletzte Paar läuft mit Schmerzen zu einem nahegelegenen Café und ruft Polizei und Notarzt. Die Wirkung von Pfefferspray erläutert der Arzt und TV-Moderator Dr. Carsten Lekotat. Ja, Pfefferspray in die Augen zu bekommen, ist extremst schmerzhaft. Das Auge versucht sofort, sich zu schützen, indem es das Auge schließt, indem so ein Lidkrampf kommt. Und dahinter gibt es eine Entzündung der Bindehaut und teilweise auch eine Entzündung der Hornhaut. Das Auge versucht, diese Substanz wieder loszuwerden, tränt wie wild, ist rot. Und das ist sehr schmerzhaft. Bei Angelika und Paul F. hielten die Schmerzen über mehrere Stunden an. Wenn man diese Jugendlichen nicht zur Verantwortung zieht, sagt der geschädigte Paul F., dann wird es weitere Opfer geben.
Das Handyvideo wird derzeit von der Polizei ausgewertet und ist daher noch nicht zur Veröffentlichung freigegeben. Dennoch sucht die Polizei Leipzig bereits jetzt bei uns nach Zeugen, die den Vorfall am 26. Oktober am Kospudener See gegen 11.45 Uhr beobachtet haben. Sind Ihnen dort die vier Jugendlichen mit den Fahrrädern aufgefallen? Der Unfallverursacher ist 16 oder 17 Jahre alt, schlank, hat kurze blonde Haare und trug eine blaue Windjacke und eine dunkle Hose. Hinweise bitte an die Kripo Leipzig unter der Telefonnummer 0341 966 4 und 4 mal die 6. Jetzt geht es um so eine Metallkiste und um einen mutmaßlichen Mord. Mit diesem Fall haben wir uns in diesem Jahr schon mehrfach befasst. Sie erinnern sich vermutlich. Im Juli wurde in so einer Kiste, etwas größer als diese hier, in der Elbe bei Fockerode ein toter Mann gefunden. Auch wenn es einige Anhaltspunkte zur Identifizierung des Mannes gibt, bislang ist unklar, wer der Tote ist. Nun ist es der Polizei jedoch gelungen, dem Unbekannten wieder ein Gesicht zu geben. Vielleicht kennen Sie diesen Mann. Das ist das Gesicht des unbekannten Toten. Die Polizei hat es rekonstruiert. Welches Schicksal ist ihm widerfahren? Wer ist der Mann? Rückblick. Dienstag, 5. Juli 2016. Ein Paddler ist mit seinem Kanu auf der Elbe unterwegs. An einer Flussbiegung entdeckt er plötzlich eine schwimmende Kiste. Darin ein männlicher Leichnam, sprichwörtlich zusammengefaltet. Das auffälligste Detail an der Leiche, diese Tätowierung auf dem linken Unterarm. Ebenso ist der Name Michaela auf einem goldenen Ring eingraviert, den der Tote am rechten Ringfinger trug. Auffällig ist auch die Metallbox, in der die Leiche war. Mit Maßen von 1 x 0,5 x 0,4 Meter ist die Kiste sehr klein. Der Tote selbst misst immerhin 1,80 Meter. Original-Polizeifotos zeigen außerdem, die Box ist von Hand beschriftet worden, mit dem Namen Albert Glück oder Glückel. Der Fundort der Metallkiste liegt an der Elbe zwischen Dessau und Coswig, in der Nähe der Ortschaft Fockerode. Ganz im Hintergrund ist die Autobahn 9 zu erkennen, die hier über den Fluss führt. Wie sich im Laufe der kriminaltechnischen Ermittlungen herausstellt, müssen die Täter die Kiste von genau dieser Brücke in Fahrtrichtung München über das Geländer ins Wasser geworfen haben. Mit diesen Erkenntnissen geht die Polizei Anfang August erneut an die Öffentlichkeit. Der entscheidende Hinweis bleibt jedoch aus. Mit der Veröffentlichung dieser Bilder erhofft sich das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt nun neue Hinweise zur Identität des Mannes. Wer ist er und wo kommt er her? So könnte er also zu Lebzeiten ausgesehen haben, der Tote aus der Box in der Elbe. Gewebeteile der Leiche des Mannes sind auch im Rechtsmedizinischen Institut der Uni München untersucht worden. Und darum ist mir jetzt von dort Dr. Christine Lehn zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend. Frau Lehn, Sie haben den unbekannten Toten mit einem speziellen Verfahren untersucht. Was haben Sie dabei über ihn in Erfahrung bringen können? Also der Tote ist hier in Deutschland gefunden worden und er hat auch die letzten Lebensjahre zu großer Wahrscheinlichkeit hier verbracht, zumindest in Mitteleuropa. Man kann sagen, die letzten 10 Jahre war er hier in der Gegend, aber er ist hier nicht aufgewachsen, sondern er muss eher Richtung Südosteuropa aufgewachsen sein, also in dem Balkan oder auf dem Balkan. Also da kommt Rumänien in Frage, kommt Jugoslawien in Frage, also auf jeden Fall in diesen Regionen. Und er hat da aber nicht an der Küste gelebt, sondern eher im Landesinneren. Und das kann ich an meinen Ergebnissen sehen. Und er dürfte eben auch nicht vor seinem 35. Lebensjahr hier in die Region gekommen sein. Das sind ja sehr konkrete Ergebnisse. Und die haben Sie mit Hilfe der sogenannten Isotopenanalyse erlangt. Wie funktioniert dieses System genau? Ich habe verschiedene Körpergewebe des Mannes untersucht. Das waren Zähne, Knochen und Haare und die werden zu verschiedenen Lebenszeiten gebildet. Also habe ich auch die Information zu verschiedenen Lebenszeiten. Und ich untersuche die Isotopen, Häufigkeitsverhältnisse verschiedener Elemente, aus denen unser Körper zusammengebaut ist oder aufgebaut ist. Das ist Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Schwefel. Und daran kann ich sehen, welche
Nahrung und welche Getränke bzw. woher die kommen, an welchem Ort die Nahrung produziert wurde und das Wasser herkam, der Mensch zu sich genommen hat, weil nämlich die Isotopenwerte in diesen Nahrungsbestandteilen sich unterscheiden. Und ich kann auch sehen, wie die Nahrung zusammengesetzt war. Und bei unserem Toten ist es so, dass er relativ viel Mais in seinen Körpergeweben hatte, zumindest in seinen Zähnen, die eben für Kindheit und Jugend stehen. Und das wäre hier für Deutschland ungewöhnlich. Können Sie uns kurz sagen, wie Sie erkennen können, dass er wohl ungefähr die letzten 10 Lebensjahre hier in Deutschland war? Also da ich verschiedene Gewebe untersuche, habe ich ja verschiedene Zeitperioden und eine Veränderung der Zeitperioden bzw. eine Veränderung seines geografischen Lebensortes kann ich eben sehen, da ich erkenne, dass die Werte im Laufe des Lebens sich verändern und über Mischisotopien, der Auswertung von Mischisotopien in den Knochen kann ich sehen, dass er etwa die letzten Lebensjahre hier gewesen sein muss, die letzten 10 Lebensjahre. Und weil vor 10 Lebensjahren waren die Werte schon so wie in seinen Haaren, die eben in den letzten Lebensmonaten gebildet werden. Dr. Christine Lehn, vielen Dank für diese interessanten Informationen. Bitteschön. Ja, das waren neue Details zum Leben dieses unbekannten Mannes. Vielleicht kann das bei der Identifizierung helfen. Der Mann hatte eine athletische Statur, war etwa 75 Kilogramm schwer und 1,80 groß. Sehr markant ist die Tätowierung auf dem linken Unterarm des Toten. Ebenso wie dieser goldene Ring. Innen ist ebenfalls der Name Michaela eingraviert. Ihre Hinweise nimmt jetzt die Kripo Dessau-Roßlau entgegen unter der Telefonnummer 0340 60291. Und alle bekannten Details zu diesem Fall finden Sie auch auf unserer Kripo-Live-Seite im Internet. Auf unserer Internetseite finden Sie wie immer alle Telefonnummern der Polizei zu den Fahndungen dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Bis zum kommenden Sonntag hier bei Kripo Live.